Hallihallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Agnes Johanna und heute gibt es ein, tada, Shop-Update. Was lange währt, wird endlich gut oder auch nicht. Geplant war das ja schon im Mai. Ich komme nicht aus dem Arsch. Es ist so schlimm. Ich habe hier so viele Ideen und so viele auch neue Produkte entwickelt und gemacht und getan. Natürlich noch nebenbei gepackt, was bestellt wurde. Ich habe noch Videos gedreht, ich hatte noch einen Workshop. Es ist mir ehrlich gesagt alles über den Kopf gewachsen. Ich habe ja meinen YouTube-Kanal jetzt auch ein bisschen reduziert auf nur 2 Videos die Woche, weil ich brauche echt eine Pause. Ich nutze jetzt den Sommer, wo ihr sowieso viel draußen seid und eh keine Zeit habt zum Gucken, um auch mal ein bisschen runterzufahren. Und ich habe jetzt natürlich noch nicht alles fertig, was mein Shop-Update angeht. Und ich hänge mal wieder völlig hinterher mit ganz vielen Sachen. Aber ich habe mir überlegt, meine Idee von Ursprung, ich mache mal einmal im Quartal ein Shop-Update, bin ich jetzt komplett von abgerückt, weil es hat überhaupt nicht funktioniert. Das ist absoluter Kokolores gewesen, diese Idee. Ich mache jetzt mal wenn ich ein Shop-Update mache, dann Samstag, so wie heute. Und dann kommt, dann geht das online, dann sind die Sachen da, die da sind. Und ich werde das durcheinander, also ich werde das nicht mehr planen oder sowas. Es kommt einfach, wenn ich wieder was Neues habe, werde ich einen Samstag nutzen und euch das zeigen. Und wenn es nur immer ein kurzes Video ist von vielleicht nur 1, 2 Produkten oder sowas, oder wenn ich euch irgendwas zum Thema Shop sagen möchte, ich werde das jetzt alles auf den Samstag hochladen. Also ich werde es natürlich nicht am Samstag drehen, sondern am Samstag hochladen. Das ist so eine Zeit, wo man auch vielleicht die Muße oder die Zeit hat oder was auch immer, wenn mal schlecht Wetter ist, das auch zu gucken. Müsst ihr nicht arbeiten und so. So, und am Wochenende habe ich sowieso, das ist meine heilige Zeit, Samstag, Sonntag, werde ich mir jetzt auch angewöhnen, keine Nachrichten zu beantworten. Es wird mir schwerfallen, aber ich werde es, also bitte, es sei denn, es ist irgendwas Dringliches aus dem Shop oder sowas, da könnt ihr natürlich jederzeit mit einer Antwort rechnen. Da muss ich mal gucken, wie ich das mache, ob ich das irgendwann mal einrichte fürs Wochenende, dass ich dann pausieren kann mit Nachrichten. Ach, das ist alles immer so kompliziert. Aber also da auf jeden Fall den Support, den habt ihr im Shop. Aber alles andere, was jetzt so, ich sag mal, spaßmäßig hier mit YouTube und Discord und tralala, versuche ich wirklich am Wochenende mich auf meine Familie und vor allem meine Arbeit zu konzentrieren. Ich werde ja in Zukunft um das jedes zweite Wochenende rum arbeiten. Ich habe ja meine Stelle gekürzt. Das heißt, in der Woche habe ich mir ein bisschen mehr Zeit freigeschaufelt. Und ich hoffe, dass ich mich anfangen kann, besser zu organisieren. Also ich übe ja schon seit Jahren, mich zu fokussieren und zu organisieren. Und ich bin halt und bleibe ein Chaot. Aber auch ein Chaot darf ein bisschen eine kleine Struktur haben. Die versuche ich jetzt. Also Shop-Update heute. Und zwar, wie du hier schon siehst, mit dem ersten Artikel, der jetzt reinkommt. Der wird natürlich auch nur begrenzt, wie alle meine Sachen, nur begrenzt da sein von der Anzahl her. Also wenn ich könnte, würde ich natürlich Hunderte für euch herstellen. Ich habe gar nicht die Zeit. Also die physische Zeit fehlt mir einfach. So ein Tag hat leider nur 24 Stunden und das ist echt Bullshit-Kack. Ne? Aber das, was ich geschafft habe, sind, ich glaube, es sind 10 Sets, 9 oder 10 Sets und das sind Papiersets. Ich hatte das ja schon ein paar Mal angekündigt. Ich mache das oft in den Videos, dass ich die Dinge ankündige, damit ich nachher mich nicht wieder rauswinden kann und das auch wirklich mal mache. Das ist so ein bisschen ein psychologischer Trick, wie ich dranbleibe. Ein paar Sachen sind schon mal über den Jordan gegangen trotzdem, aber ich versuch's. Ich muss mich wirklich besser strukturieren. Vielleicht muss ich noch einen Kurs machen oder sowas, in wie fokussiere ich mich richtig oder so, ich weiß es nicht. Also dieses Papierset, was ist da drin? Ich habe hier in diesem Papierset, das ist kein Schund. Das ist wirklich gutes, schönes Papier und vor allem alles aus alten Büchern. Da ist nichts Neuwertiges dabei oder sowas. Diese Sachen sind teilweise um 1900, 1800, ich glaube 80 oder so, 1800 irgendwie war das älteste Buch. Und ich habe das ganz vorsichtig aus den Büchern herausgetrennt, die Papiere. Die sind alle doppelseitig. Und wie gesagt, die sind ganz unterschiedlich aus verschiedensten Büchern. Ich werde dir gleich einmal zeigen, was da so alles drin ist. Und das sind wirklich, wie ich finde, besondere Papiere. Ne? Das ist also jetzt hier etwas, wo man, was man eher vielleicht mal in ein Journal reinnäht. Natürlich kann man das auch kleinreißen, wenn man das möchte, aber ja, ich möchte eigentlich immer so etwas hübschere Sachen haben. Dazu gibt es auch eine kleine Geschichte. Ich habe mir selber mal ein Papierset auf Etsy gekauft und es war tatsächlich, also es war auch nicht günstig, hat 15 Euro gekostet und von wegen, ja, 40 Blatt oder so. Und das waren einfach lieblos rausgerissene Seiten, muss ich ganz ehrlich sagen. Und teilweise aus Büchern, die waren nichts Vintage, die waren tatsächlich so aus den 90ern. Vielleicht das war das älteste, ja. Also ich habe da selber Buchseiten drin gehabt, wo ich Bücher selber sogar habe, die auch millionenfach verkauft wurden.
Und da mal ein paar Seiten rauszureißen und das in so einen Papierpack zu packen, finde ich, naja, gut. Muss jeder selber wissen. Also ich habe damit nicht so gute Erfahrungen gemacht, aber ich zeige dir jetzt ganz genau, was jetzt in diesen Packs drin ist. Und sind natürlich nicht die identischen Seiten, ist logisch, weil, aber die sind alle aus den gleichen Büchern. Das heißt, wenn ich dir jetzt hier zeige, zum Beispiel diese Seite, dann habe ich hier mehrere Seiten aus diesem Buch, was es war. Also das war ja ein Buch, habe ich hier immer eine Doppelseite vorsichtig herausgetrennt, sodass du die auch noch im Journal vernünftig benutzen kannst. Ja? Also jetzt gehen wir das zusammen durch, nur fürs Verständnis, ne, dass du weißt, was hier alles dabei ist. Also als allererstes kommt hier so die ersten, meine ersten vorsichtigen Gehversuche mit handgemachtem Papier, einmal geprägt und einmal nicht, in so einem Shabby Weiß würde ich fast sagen. Dazu gibt es ja auch ein Video, wie ich das gemacht habe. Also die Entstehung kannst du dir auch ansehen. Und einmal in so einem Blau, ne? In A6. Dann ist dabei einmal, alle, die gläubig sind, bitte einmal weghören. Das ist eine griechische Bibel, die habe ich auseinandergenommen. Das war super schwer, weil die ja so dünne Blättchen hat, aber ich habe es geschafft. Natürlich ist das jetzt nicht die ganze Bibel in den Sets, ne? Nur passend immer die Blätter. Also wirklich eine Fuselarbeit. Aber ich finde ja die Schrift, weil das Griechisch ist, total schön. Ich verstehe überhaupt nicht, was da steht. Ich weiß auch nicht, welcher irgendwas das ist. Hier Psalm kann man sich vielleicht noch denken. Weil es mal was anderes ist, ne? Es ist nicht immer dieses klassisch Deutsch bzw. Englisch oder was auch immer. So, dann haben wir hier einmal was mit Gedichten und Versen. Das finde ich auch von der Anordnung ganz nett. Das sieht ganz interessant aus mit altdeutscher Schrift. Dann gibt es in jedem Set gibt es eine Karte. Es ist natürlich nicht immer diese Karte, aber die ist aus einem Buch, sind verschiedenste Karten. Das heißt also, wenn ihr eure Sets alle zusammenlegt, das ist irgendwann mal ein ganzes Kartenrepertoire aus einem Buch. Ja? Also das ist so eine Karte, da ist auch immer hinten noch was drauf. In der Mitte ist die zum Klappen. Ich glaube, die sind fast alle irgendwie farblich oder bunt. So, dann hier auch ein sehr, sehr altes Papier, das sieht man auch. Auch mit altdeutscher Schrift. Dann hier auch altdeutsche Schrift, aber ein bisschen heller das Papier und ein bisschen dünner. Das ist also so ein bisschen zarter. Da kann man bestimmt auch schöne mit Kleister schöne Sachen mitmachen. So, dann nochmal was Griechisches. Ja, ich hatte echt Glück. Ein bisschen was Griechisches. Das ist aber jetzt keine Bibel oder sowas. Das ist, ich glaube, das ist ein Theaterstück oder sowas. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall. Also ich kann es ja auch nicht lesen, sonst wüsste ich es ja vielleicht. Aber ich glaube, das ist irgendwie sowas mit so... wer wann was sagt oder so. Ich glaube, das sind Dialoge. So, dann haben wir hier noch einmal ein bisschen klassischer mit so Erstbuchstaben. Teilweise sind da auch Illustrationen. Ich glaube nicht überall, aber ja, so ein bisschen Geschichten oder sowas. So, dann richtig alt. Ich glaube, das war dieses von 1800 noch was, wenn ich mich nicht irre. Also irgendwie 1900 war... kurz vor 1900 war das, glaube ich. Und ja, das ist auch Doppelseite. So, dann handgemachtes Papier in A6. A5, A6 hatte ich ja schon. Das ist einmal aus dem, das sind aber beides glatte jetzt, ne? Einmal in dem Weiß und einmal in dem Hellblau. Das ist also das, was ich in den Tutorials auch gemacht habe. Und ich habe ja vor, irgendwann mal richtige Packs zu machen mit handgemachtem Papier, aber das ist sehr zeitintensiv und da muss ich ja auch gucken, wie ich das alles so vom Trocknen her auch alles hinkriege und so, weil ich musste die tatsächlich bügeln, weil die sind ja so lustig getrocknet. So, dann hier noch einmal, auch in altdeutscher Schrift, auch wie gesagt Doppelseite. Dann kommen Musikblätter, auch Doppelseite, ja. Und dann hier auch. Das hier ist jetzt auch mit Inhaltsangabe. Ich hatte aber sonst, die anderen waren alle mit Noten, also wo nur Noten sind, ne? Und dann noch dieses große hier einmal im Hochformat, Doppelseite mit Noten. Und einmal im Querformat, auch Doppelseite. Ne? Also hier kannst du schon echt was machen. Was ich dir empfehlen würde bei diesen Papieren, ist dir vielleicht eine Sicherheitskopie zu machen, dass du es eventuell dann auch ausdrucken kannst, falls du daraus Collagen oder sowas machen möchtest. Also ich würde das immer so machen bei hübschen Papieren. Und ich habe echt geguckt, dass ich hier ein bisschen was Hübsches zusammenbringe. Und also ich hoffe, du findest das auch hübsch und es gefällt dir. Und dann kannst du das nämlich noch als Kopie sozusagen dann auch benutzen für andere Projekte, wo es vielleicht zu schade ist, es kaputt zu reißen. Ne? So, also wie gesagt, das hier ist das, was da drin ist in dem Teil. So, und jetzt habe ich das so verpackt, dass ich im Prinzip die Sachen hier, die habe ich in eine Folie gepackt, damit das so wenig wie möglich Schaden erleidet.
Und die zwei sind lose. Die habe ich aber schon zusammengepackt und das sieht dann am Ende so aus. Ne? Das ist dann eingefasst hier in so einem Band. Und du siehst, also die sind zu groß für jegliche Verpackung, die ich so habe. Deswegen sind die jetzt ohne Umverpackung. So kommt das dann zu dir nach Haus. Also das ist einmal das Erste, das ist das Papierset. So. Ich muss dir auch gleich noch etwas ganz Wichtiges mitteilen, was den Shop angeht. Und lass mich gerade einmal so die wichtigsten Artikel dir jetzt zeigen, die online sind. Und danach bitte, also wenn du, es ist wichtig, es wäre gut, wenn du noch dran bleibst. Ich gucke mal, ob ich einen Zeitstempel unten irgendwie verlinken kann zu den wichtigen Infos zum Shop. So, dann Journalkarten. Und zwar kennst du ja sicherlich, eventuell, es sei denn, du bist ganz neu auf meinem Kanal, dann kennst du sie vielleicht noch nicht. Ich habe auch Journalkarten, immer 8 Stück in einem Set. Die kommen so verpackt. Ich habe jetzt auch einen neuen Sticker dafür. Der kommt jetzt auf alle diese Ephemeras. Den habe ich extra entworfen, weil, also der sieht dann so aus. Hier, so ein kleiner Vogel, oh, der ist ein bisschen, so ein kleiner Vogelkäfig mit Blumen und Schmetterling. Damit ist das dann nachher verschlossen hier. Und das kommt dann so eingepackt, das Ephemera Set Journalkarten. Das ist einmal das Set. Ich hole das jetzt mal hier raus. Ne? Ich habe ja auch immer was an Goodies dabei. Also in jeder Bestellung liegt eigentlich eine Journalkarte bei. Das ist jetzt das Set, was schon ein bisschen länger im Shop ist. Ne? Das sind immer 8 Karten. Ne? Und die sind halt in diesem Set dann drin. Das sind einmal diese hier. Und neu, passend zu den kleinen Stickern, zu denen wir gleich kommen, sind jetzt diese hier. Die sind so ein bisschen ja, mädchenhafter illustrierter, ein bisschen ja, weniger ernsthaft. Ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll. Also mit ein bisschen Aquarell im Hintergrund und Figürchen, ein bisschen lustigen Schmetterlingen und ja, den Teetassen mit Spitze. Da habe ich auch eine Collagen gemacht und das sind jetzt, das ist das neue Set, was reingekommen ist. Und dazu passend, das ist nämlich jetzt eine schöne Überleitung. Nein, das stimmt ja gar nicht, ich mache jetzt gar keine Überleitung, weil ich will dir ja die Journalkarten zeigen. Und zwar habe ich ja neue Sets. Und das sind Kabinettkarten und die fangen an hier mit Ehepaaren. Ja, auch immer 8 Stück. Die kommen nicht so, die kommen auch so. Also ich schneide die und dann packe ich die schön ein. Ne? Immer ein so ein Ding. Dann kleine Paare, also große Paare, kleine Paare. Beziehungsweise das Mädchen ist jetzt hier nur mit kleinen Kuscheltieren, aber der Rest sind kleine Kinderpaare. Dann einmal hübsche Männer. Ich habe echt darauf geachtet, dass die Gesichter nicht ganz so komisch aussehen, sondern dass die echt hübsch sind. Also ich habe nur die hübschesten rausgesucht. So, dann hier kleine Jungs, dann große Mädels mit Blumen und auch die kleinen Mädels mit Blumen, weil ich die, ich liebe es. Ich liebe Frauen und Blumen und das ist sowieso meins. Ne? Das sind also sowieso schon mal meine Lieblinge, die beiden. Und die gibt es einzeln immer im Set, also einzeln jeweils immer 8 Karten. Ne? Entweder die Mädchen oder die Frauen oder die Jungs oder die Männers oder die kleinen Paare und die großen Paare. So, jetzt möchtest du vielleicht aber alle haben. Und da kaufst du natürlich nicht einzeln, sondern du kaufst das Set, das ist hinterlegt. Und dann gibt es quasi eins davon umsonst. Ja? Also du zahlst dann quasi nur 5 anstatt 6 und bekommst, wie gesagt, das 6. dann gratis, wenn du das gesamte Set nimmst. Und das sieht dann folgendermaßen aus. Das ist dann so verpackt. Ne? Schön in Transparent, mit ein bisschen Tortenspitze schick gemacht. Ja, schön verpacken. Verpacken sowieso. Ich liebe verpacken, ja. Musst du schon früher mal alle Geschenke und so verpacken. Ja, mache ich gern. So, das sind also die Journalkarten, die jetzt auch drin sind. Die gibt es übrigens, die Kabinettkarten gibt es auch als Komplett-Set, als digitale Dateien. Da gibt es sie nicht einzeln, sondern nur als Set. So, dann wollte ich ja eine schöne Überleitung machen zu meinen Stickern. Und zwar, die kennst du vielleicht schon, das sind die Teetassen. Die sind sehr beliebt bei euch und ich wollte dir jetzt einmal hier nochmal in Echto zeigen, ja, welche Teesticker da alle drin sind. Hier verschiedenste Tassen mit Blümchen, mit Dekor, mit allem drum und dran. Also die sind wirklich Zucker. Damit habe ich ja auch schon gebastelt. Und ja, ihr liebt diese Teetassen und deswegen hatte ich mich ja dafür entschieden, die Journalkarten passend zu machen. Ne? Diese, ihr seht das ja, das sind die gleichen Tässchen. Ne? Die habe ich hier nochmal dann verarbeitet. Hier. Ne? Und ja, ich habe da so die Tassen genommen, die mir am meisten gefallen, ne? Die ich ganz hübsch finde. Und ja, die habe ich dann halt eben da zu den Journalkarten. Also ein passendes Set sozusagen an Ephemera. So, das sind
Tassen. Ich hatte mir das extra aufgeschrieben. 15 Stück, genau. 15 Stück, weil es ist immer unterschiedlich, je nachdem, wie viel ich auf einen Bogen bekomme. Das ist also immer unterschiedlich. Die kommen halt so verpackt. Das ist jetzt erstmal immer so meine Verpackung gewesen. Ja, ich werde gucken. Also wahrscheinlich für solche Sticker werde ich auch weiterhin diese Verpackung nehmen. Ja, einige Dinge, da bin ich ja noch am Tüfteln nach schönen Verpackungen. So, das nächste, was ich dir zeigen wollte, oder was du auch vielleicht schon kennst, das sind die Rosenladies. Die sind auch sehr beliebt bei euch. Da habe ich auch immer ein paar mehr auf Lager, weil die wirklich schnell weggehen. So, das sind einmal die drei Dramen und dann ganz verschiedene Rosen. Einzelne Rosen, kleine Rosen, mit ein bisschen Gehänge dran. Dann hier noch so von der Seitenansicht, wer die noch so zu sind. Hier so als so kleines Bouquet, ne? Und so ganz verschiedene. So, das sind also die Sticker mit den Mädels. Das sind 14 Stück. So, die packen wir zusammen. Da wieder drauf. Dann habe ich neue Mädels. Tada, tada, Premiere. Und zwar meine Victorian Ladies. Das sind Ladies in Blue. Und zwar, viktorianisch mit vielen Blumen und Hüten und alles so ein bisschen sehr vintage, nicht? Weil das habe ich ja am gernsten. Am gernsten. Geil. Habe ich schon wieder ausgedacht. Die sind auch unterschiedlich. Mal sind die so als Button, also Grund. Das sind alles Aufkleber, ne? Alles Sticker. Steht auch immer drauf, hier Sticker, ne? Und verschiedene. Das sind auch ein paar mehr. Das sind 16 Stück, glaube ich, ne? Sind das 16? Ja, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 Stück, 16 Damen. Und die kommen dann auch in dieser Verpackung hier. Und die sind echt schön, ne? Also die beiden, also nein, das kann ich so auch nicht sagen, dass das meine Lieblinge sind. Die finde ich schon schön, aber eigentlich, ja, ich liebe sie ja alle, ne? Also jede Frau hat etwas. Also ich freue mich auch schon, die zu verbasteln. Ich denke mal, für die nächste Aktion 6 Leute 5 Ephemera werde ich die mit verbasteln. Da habe ich mir schon ein so ein Set rausgepickt, schon quasi fertig gemacht. Und die guten Damen, die sind jetzt also auch im Shop. So, dann das nächste, das kennst du vielleicht schon. Hast du vielleicht das Reel gesehen oder den Short. Und zwar diese Vintage-Etiketten, das sind immer 4 Stück von einer Sorte. Und du kannst die so, wie sie sind, benutzen. Und du kannst aber auch natürlich auch die Mitte einmal ausschneiden. Ja? Und dann kannst du das auch als Rahmen nehmen. So schön mit dem Cutter hier einmal lang. Und dann kannst du die als Deko nehmen für deine Collagen oder auch alleine einfach als Blickwand, wie auch immer. Damit werde ich natürlich in Zukunft auch noch ein bisschen mehr basteln. So, das sind also diese Tickets. Die kommen dann in dieser Verpackung. Das war mal so ein neues, wollte ich mal was Neues haben. Und ich werde jetzt also alle Sachen wie die Schmetterlinge, die schon lange im Shop sind, die Blumen, also all diese, diese größeren viereckigen Aufkleber, die werde ich in Zukunft in solche Tütchen packen. Es werden halt eben nur diese kleinen geplotteten Sticker in den Tüten kommen, in den normalen Tüten, die ich dir gerade eben gezeigt habe. So, das sind also die Sticker. Dann habe ich Fuzzy Cuts. Und zwar, die kennst du sicherlich schon, die sind, glaube ich, ein bisschen älter. Ne? Das sind die mit der Nähstube. Und ich habe die jetzt nicht nochmal ausgepackt, aber ich habe das Original, nämlich das Original, was ich gemalt habe. Also diese ganzen Dinge sind da drin. Ne? Die sind alles, das habe ich digitalisiert, das habe ich dann bearbeitet und dann habe ich das geplottet. Und so sind es halt eben Fuzzy Cuts geworden. Ja? Ich mache natürlich nicht alles mit Aquarell alleine. Ne? Ich habe auch Programme und ich kaufe auch Designs und Lizenzen dafür, damit ich die produzieren darf. Und bei mir gibt es schon einen Haufen kunterbunt gemischt, weil den Stil, den ich auch gern verbasteln mag, den kann ich selber teilweise gar nicht malen. Also da muss ich schon auf andere Designer entweder zurückgreifen, von denen ich dann die Lizenz erwerbe, oder halt eben ein Programm, was Bilder generiert, wo ich dann selber das Urheberrecht drauf habe. Ne? Es ist halt, muss ich immer ein bisschen abwägen, was ich für was nehme, weil das natürlich auch immer so eine Kostenfrage ist. Ne? So, dann habe ich hier, die kennst du auch, die sind schon länger im Shop, aber ich habe mir überlegt, ich habe die jetzt ein bisschen angepasst. Und zwar gibt es jetzt quasi für den gleichen Preis doppelt so viele, die sind nur ein bisschen kleiner. Und zwar habe ich mir überlegt, ich möchte die kleiner haben. Also ich möchte sie kleiner haben, deswegen musst du sie jetzt auch kleiner haben. Wenn du sie unbedingt größer haben willst, dann schreib mich an, dann nehme ich sie vielleicht doch noch in 2 Größen in den Shop auf. Aber erstmal kommen sie jetzt nur in dieser Form, nämlich ganz, ganz viele kleine einzelne Flügel.
Ja? Die sind auf 220 Gramm. Das ist also ein bisschen stabiler, das Papier. Und das sind Einzelstücke, und zwar 52 einzelne Flügel. Ja? Und das sind also genau genommen 26 Paare. Und die Paare wiederholen sich jeweils einmal. Das bedeutet, es sind 13 verschiedene Designs, ja? Die das Ganze hat. So, und Transparent und Folie habe ich rausgenommen, das war nicht ganz so beliebt bei euch und man muss ja auch ein bisschen so seine Produkte anpassen, also das meiste waren tatsächlich diese hier ich möchte die Schmetterlingsflügel als Basics drin haben, weil Schmetterlingsflügel gehen immer, ne? Deswegen, die bleiben auch definitiv im Shop, aber jetzt halt in neuer Form und das ist auch schon angepasst als Artikel, also die anderen könnt ihr auch nicht mehr kaufen. So, das war das, genau. Und zu dem Fuzzy Cut natürlich gibt es auch noch etwas. Das weiß ich jetzt aber auch nicht mehr, ob ich das schon vorgestellt habe oder nicht. Ich glaube nicht. Und zwar, ich zeige dir jetzt mal hier einfach nur die Rückseite. Siehst du das? Das sind Fuzzy Cuts und die sind auf der Rückseite vor Scrapbook-Papier. Und zwar das Nähset. Das ist das Nähset ausgedruckt. Ja, da gibt es diese Seite hier. Die gibt es als Bonus. Bei dem digitalen Set gibt es die nicht. Ne? Also da gibt es nur das Papier, was ich dir jetzt zeigen werde. Und bei der ausgedruckten Version hast du eben auf dem Deckblatt nochmal die Fuzzy Cuts zum Selbstausschneiden in exorbitanter Größe, wie du siehst. So, okay, das ist jetzt also das hier. Dann gehen wir das mal zusammen durch. Das ist einmal hier diese Dingsfigur, wie nennt sich das? Diese Schneiderfigur. Ich liebe die ja, ne? Und hinten ist es recht schlicht gehalten. Das habe ich eigentlich bei fast allen Sachen. Das hier, das ist ein Blatt, das ist ganz witzig, weil das kannst du auch in der Mitte knicken. Dann hast du hier die Spitze und da noch eine Ecke. Und hier ist auch sowas an der Ecke direkt so, dass das als vordere Seite genommen werden kann. Und hinten hast du auch dann zwei solche. Ja, und ein bisschen, also die Designs unterscheiden sich hinten nur minimal. Ne? Manche sind noch ein bisschen abgenäht, in Anführungsstrichen. Andere sind nur kollagiert, also es ist verschieden, ne? Gut, das ist das und das. Auch verschiedene Hintergrund-Allgemeinfarben. Also wir haben rosa und blau, das ist so ein Aprikoton. Hier, worauf ich immer bei meinen Sets eigentlich achte, ist, dass du auch was dabei hast, wo du direkt journalen kannst. Das finde ich mal ganz schön. Das hatte ich mal separat. Mittlerweile packe ich es mit in die ganzen Papiersets, weil ich das eigentlich ganz praktisch finde. Und hier auch diese in Aprikot, auch die Rückseite. Hier ist ein reines Journaling-Blatt. Und das ist hinten auch so im lila Ton. Dann das Grüne, das ist auch wieder eine Collage, mehr mit etwas größeren Motiven und hinten auch eher schlicht. Und dann noch dieses hier in so einem, ich weiß gar nicht, was das für eine Farbe ist, das ist eher violett. Das ist eher lila, das andere war eher so ein bisschen violettig. Hier ist sowas wie eine, wie nennt man das, diese Pattern. Wie nennt man das im Deutschen eigentlich? Also nahtloses Design quasi, ne? Was so nahtlos ineinander übergeht. So. Und wo sich die Motive einfach wiederholen. Und die Rückseite ist auch sehr schlicht gehalten. Und dann haben wir noch das Gelbe. Da ist dann einmal die Sicherheitsnadel, eine Spur Knöpfe mit der Schreibmaschine. Genau, mit der nostalgischen schönen Nähmaschine. Und nochmal der Figur. Ich liebe die Figur, ne? Die ist ja eigentlich fast überall offen. Und ja, hinten auch recht schlicht. So, das ist einmal dieses Papierset. Wie gesagt, also du hast dann das Papierset, da ist bei der Druckversion, die du bei mir bestellen kannst, dieses Originalpapier ist dann auch die Fuzzy Cuts mit dabei. Die kannst du separat noch, sind die noch erhältlich, diese ausgeschnittenen schon, die kleinen. Und ja, das ist einmal zu diesem Design noch. So, dann habe ich ja noch ein anderes Papierset gehabt und da weiß ich jetzt gar nicht, ob ich das schon vorgestellt hatte. Es könnte sein, weil ich habe daraus ja ein Buch gebaut. Und zwar das Porte-Bonheur. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Das bedeutet Glücksbringer, falls du dich das mal gefragt hast, was das eigentlich heißen soll. Und da ist auf der Rückseite sind hier auch Fuzzy Cuts von den Blumen, die ich gemalt habe. Und diese Blumen wiederholen sich auch hier überall. Und da ist so eine ganz, ganz feine gestrichelte, das siehst du jetzt wahrscheinlich kaum, Linie, die man so entlang schneiden kann für den Cuts-Teil. Und ja, also diese Seite, das ist der Bonus sozusagen und so sieht das Papier dann aus. Also Frontseite, daraus habe ich glaube ich, warte mal, holen wir es doch einfach mal hier runter. Und zwar habe ich da die Version, wie du siehst, das ist also dieses Papier hier, die Version auf Aquarellpapier auf die raue Seite gemacht. Das ist also wesentlich, du siehst auch, ne, verschiedenes Papier, verschiedene Couleur. Das ist also wirklich der Hammer, was das ausmacht, welches Papier du nimmst und welche, was für Seiten du dann auch nimmst. Ne? Ob du eine raue Seite hast oder das ist hier satiniertes Papier, 200,
120 Gramm satiniert. Daraus bestehen alle meine Papiersets. Das ist immer das gleiche Papier. Das heißt, wenn du schon eins hast, ich habe auch meistens eine Probe noch mit den größeren Päckchen mit dabei. Also bei größeren Bestellen ist auch immer noch eine Probe mit dabei. Da kannst du einmal drüber fühlen. Das ist ganz, ganz satiniert und glatt. Könntest du theoretisch auch mit einem Brushpen drauf malen. Also so glatt sind die. Ne? So, das Pot Bonheur mit dem Eiffelturm im Hintergrund. Das ist also, wie gesagt, auch eins, was du wirklich, wenn du es knickst, das ist also perfekt fürs Journal. Ne? Ich mache ja extra Journal-Sachen. So, das ist dann also Seite 1. Dann ist hier auch so ein bisschen dieses Schlichter mit einfach nur ein paar Dingsbums. Ne? Weißt schon. So, dann hier, das ist einmal verkehrt herum. So, das ist jetzt auch, also ich habe das schon so gestaltet, dass du die Frontcover halt eben auch einzelne Signaturen hübsch machen kannst. Ne? Kannst du dich dann entscheiden, bei manchen Sachen ist es dann halt ein bisschen weniger und dann ist die Rückseite ein bisschen mehr. Also ich habe schon darauf geachtet, dass das nachher gut aussieht, wenn du das als Journal hast. Du kannst die natürlich auch für andere Sachen benutzen, gar keine Frage. Ne? Und das hier auch zum Journal direkt. Hier ist auch sehr schlicht mit ein bisschen Musiknoten. Die sieht man aber nur ganz, ganz wenig. Also ich habe die Rückseiten, halte ich eigentlich immer sehr, sehr schlicht. Ne, dass man, ja, wenn man zu viel Design hat, das überlädt dann ja auch. Ne? So, dann hier und dann hier die Rückseite. Das sieht auch so ein bisschen komisch aus, aber wenn man es geknickt hat, ergibt es ein bisschen Sinn. Ne? Mit den vier Ecken und so auf beiden Seiten, das ist dann schon ganz schick. Kann man ja im Zweifel, wenn man es möchte, kann man da ja trotzdem noch was drauf machen. Also da kannst du ja trotzdem noch dekorieren. So, und hier einmal Blanko zum Beschriften. Und hier mit, ja, so einer, wie nennt man das? So einer Häkel, nee, Häkel ist das nicht. Ja, mit so geschwungenen Zeugs, fand ich ganz hübsch. Ja, so ein bisschen mädchenmäßig sich austoben. Ne? So, das ist also das Papierset. Falls ich das noch nicht gezeigt habe, hast du es jetzt gesehen. Ich habe natürlich auch noch andere Sets, aber die habe ich auch schon mal vorgestellt in den alten Shop-Updates. Also die gibt es auch immer noch. Ne? Ob das jetzt das Romantic Butterfly ist oder das Roses and Anemones, das sind so die klassischen Sachen. Oder Blue Lily ist auch ein sehr schönes Papier. Das sind die, die ich auf jeden Fall immer auch im Shop habe und die ich auch schon mal irgendwann anders vorgestellt habe. Das heißt, das werde ich jetzt nicht nochmal vorstellen. So, dann habe ich noch neu im Shop, auch schon ein paar Tage, aber gehört zu den neuen Produkten, und zwar Transparenzsachen. Und zwar einmal hier diese Bordüren, die kommen in zwei Größen. Das sind 20 einzelne Bordüren in jeweils 10 verschiedenen Designs. Das heißt also, du hast 10 größere, breitere und 10 kleinere, die genauso aussehen wie die großen, nur halt eine Nummer kleiner. Ne? Also 20 Stück insgesamt. Das ist hier einmal diese transparenten Bordüren. Und dann gibt es ja noch dieses Collagepapier, dieses Stempel-Collagepapier. Da habe ich selber gestempelt mit unterschiedlichsten Stempeln, habe daraus eine Collage gemacht und das halt eben dann auf Transparentpapier gemacht. Das Transparentpapier ist ein bisschen dicker als so normales Kopierpapier. Das hat 110 Gramm. Ist also auch ein bisschen fester. Und daraus habe ich ja gestaltet das 6 Leute 5 Ephemera Buch. Falls du das Video gesehen hast, da habe ich das matt einlaminiert und daraus quasi diese Front hier gemacht. Ne? Das habe ich dann eingebunden und so aus diesem Collagepapier. Das fand ich eigentlich ganz cool. Ja? Das ist hier aus dem Design mit den Bienen und das hier vorne, das ist aus dem Grunge Post. Genau. Und ja, wäre so eine Idee, was man mit solcher Collagenpapier auch machen kann, außer Collagen. Die kann man nämlich auch noch verschönern. So, nur so als kleiner Tipp. So, das hier, das ist einmal mit, das heißt, ich glaube, wilde Libelle oder so. Da ist auch eine Libelle drauf hier. Die wiederholt sich ein paar Mal und deswegen habe ich das einfach so genannt. Weil, und hier Wildflower, das ist halt eben Wild Libelle. Ne? Ich glaube, Wild Libelle habe ich es genannt. Und das ist aber auch in dem Shop, das kann ich dir auch gleich zeigen nochmal. Da können wir einmal zusammen durchgehen, damit du dich da auch gut zurechtfindest. Wenn du die Option wählst, dann zeigt er dir immer das passende Bild an. Also da kannst du eigentlich nichts verkehrt machen. So, das ist einmal diese wilde Libelle. Dann gibt es einmal eine... warte mal, ich muss das mal gerade runternehmen, weil ich nicht weiß, wie gut man das sonst sehen kann. Ne? So ohne Hintergrund sieht man das besser. Das ist mit Tickets, ganz viele verschiedene Tickets. Und dann gibt es das einmal als Grungy Post. Also Post als Post. Ja, Postal. Ne? Das ist hier wie Luftpost. Dieses Streifchen und hier sind auch noch ein paar Stempel hier, so eine Post-Air-Stempel und ja, überall so halt Postdinger drauf, ne? Deswegen Post. So, das hier, das ist
Nature Metallic oder Metallic Nature, ich weiß es nicht mehr. Ich habe es deswegen so genannt, damit ich es mir selber besser merken kann, weil hier sind so Bäume. Das ist alles in so einer Art Collage, ein bisschen so mit, hier sind auch Falter noch angedeutet und so was. Aber das hat auch metallische Anteile mit Schrauben. Ja, ich habe hier so Schrauben reingepackt und sowas. So, das sollte so ein bisschen so, ja, weiß ich auch nicht. Das hatte ich einfach Bock drauf, es zu stempeln. Ich weiß auch nicht. Manchmal kommt man ja auf so irre Ideen, aber ich glaube, das ist ziemlich cool geworden. Ja, also das ist Metallic Nature oder sowas. Oder Metallic Wald Metallic. Ich weiß es nicht mehr. Und das sind einmal die Bienen. Ne? Also die sind hier oben in der Ecke und unten in der Ecke und Specium eigentlich so, ne? Kartenmäßig. Ja. Das sind also die fünf Papiere und das Transparentpapier. Und dann kommen wir zu zwei Dingen, die ich schon angekündigt habe, ich glaube, 30.000 Mal. Und die dann in meinem Workshop ein bisschen herhalten mussten als Anschauungsobjekt. Und jetzt kommen sie endlich in den Shop, meine zwei Journals. So, und zwar das erste Journal ist das aus dem Papier Craft O'Clock. Das hatte ich mir damals mal bei Ines bestellt und habe daraus dieses Buch hier gebaut. Und das hat eine Außen... Naht, wie du siehst, also es ist hier draußen, man kann hier auch noch Perlen dranhängen oder sowas, da sind also die Optionen noch ein bisschen offen und das ist verkleidet und das ist ein altes Buch, ne? Das habe ich neu gemacht. So, und beginnend ist das hier einmal mit einer Pocket vorne, das ist hier mit ein bisschen Stoff benäht, einem Tag und einem Notizbüchlein, was ich gebastelt habe aus den Resten sozusagen, was übrig geblieben ist und ein bisschen bestempelt und... Dann blätter ich das nur grob durch, weil ich glaube, ich habe es schon irgendwann mal gezeigt und auch schon angekündigt, dass es in den Shop kommt und habe, naja, ich mal wieder, ne? Also, das hat zwei Signaturen, ne? Hier zwei Signaturen, ich glaube A10 Blatt oder so. Muss man gerade einmal durchgehen, das weiß ich jetzt auch nicht so genau mehr aus dem Kopf. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, naja, 7, ne? 8, 9, 10, 11, ist doch ein bisschen mehr. 12, das ist die Mitte, ne? Also 12 Seiten für dieses und ich glaube, ich habe die andere genauso aufgebaut. Hier ist noch ein bisschen was zum Klappen. Hier sind noch unheimlich viele Optionen, ne? Hier eine kleine Pocket. Ich habe hier nur, ja, ich sag mal dezent dekoriert, damit du noch ganz viel da drin machen kannst. Und es noch erweitern kannst. Und ja, ich habe mich da so ein bisschen zurückgehalten, nicht? Ja, also wie gesagt, das ist die Signatur 1 gewesen. Die Signatur 2 ist im Prinzip genau dasselbe, wie du siehst vom Aufbau. Also auch mit kaffeegefärbten Sachen hier. Hier ist nur ein anderes Transparent drin. Also es ist ein anderes Ding. Das ist aus dem Magnolien-Set. Und ansonsten hier nochmal... Mit ein bisschen Pappe, da kann man mal gucken, ob man was anderes daraus macht oder es zuklebt als Pocket oder was auch immer du da für Ideen hast. Du kannst das hier noch definitiv noch umsetzen. Ne? So, also dann auch hier hinten auch noch eine Tasche und da ist auch noch ein Tag und so ein Notizbuch drin, wie vorne auch. Und dieses Buch ist das erste, was dann endlich mal in den Shop geht. So, und jetzt muss ich es auch einstellen, weil jetzt habe ich es ja gesagt. Und dann das zweite, das habe ich auch, ich glaube, live nicht, aber im Laufe der Zeit gebastelt. Und das ist ein bisschen voller. Denn hier sind ganz viele Sachen auch aus Tutorials drin, also Originale aus den ganzen Videos. Das ist auch eine Außennaht, aber die Bänder sind drin. Hier sind sie noch draußen, hier sind sie drin, also andersrum genäht sozusagen. Aber ansonsten ist das auch ein altes Buch und das ist mit Roses and Anemones. Das ist mein eigenes Designpapier, was hier drauf ist. Ja, und das ist auch hier mit einer Tasche und ein bisschen hier Schlübberspitze. Dann hier Stanzteil. Ne? Ich nehme es nur vorsichtig raus. Das kannst du also alles dann auch für andere Projekte noch benutzen. Und die haben, glaube ich, auch etwa 10 Seiten. Also ich, ne, so nagel mich nicht fest auf eine Seite mehr oder weniger. Hier einmal Pocket. Das sind, glaube ich, aus der Serie mit den kleinen Pockets, die wir zusammen gebastelt haben. Irgendwann mal vor einem Jahr oder so. Ich weiß es nicht mehr hier auch. Da sind mehrere Tags auch drin aus dem Ephemera-Set. Also das Roses and Anemones Ephemera-Set ist hiermit verbastelt. Ne, ein Teil ist schon bearbeitet, ein Teil nicht. Du siehst es. Also die Journal-Card ist jetzt schon ein bisschen geinkt und gedingst. Die nicht. Da kannst du selbst entscheiden. Wie gesagt, ein paar Sachen sind schon fertig, ein paar nicht. Dann sind hier noch ein paar Tags mit drin. Das hier habe ich, glaube ich, im Live gebastelt oder so mit Ines zusammen.
Also es sind ein paar Schätzchen mit drin, ne, aus den Videos. Ne? Das ist ja auch schon mal was. So, das hier ist auch aus dem Tutorial, glaube ich sogar. Ich habe da ein Tutorial dazu gemacht, zu diesem Folk Rice Papier. Das ist auch schon ein uraltes Video. Dann gibt es hier auch noch so kleine, diese Uhren, ne, zu den verschiedenen Papieren, die ich so habe. Hier mit reingesteckt. Eine kleine Journal Card noch hinter, so ein bisschen Dingspapier. Hier zum Beispiel Specium Card aus dem Video, wo ich die gemacht habe. Ne, kannst du dir ansehen dann. Und das weiter benutzen. So, hier auch noch festgeklemmte Pocket. Also ich habe hier auch nicht viel festgeklebt. Da kannst du also noch ordentlich was tun. Achso, die besteht auch aus zwei Signaturen. Das hier ist dann die Mitte. Ja, es sind, ich glaube, 10 Seiten oder so. Ne? Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, sind 11 Seiten, glaube ich. Ja, 11 oder so. So, und dann hier auch Buchseite. Hier noch eine kleine von diesen Teebeutel-Pockets. So, hier noch ein bisschen was. Da ist auch noch was festgeklemmt. Hier eine kleine Collage von mir. Die habe ich auch in einem Tutorial gemacht. Da haben wir verschiedene Collagen gemacht. Ein bisschen Tapete. Ein bisschen Transparentpapier. Finde ich auch immer schön. Ich liebe Transparentpapier in Büchern. Also das ist richtig toll. So, und hier kommen wir dann schon zur zweiten Signatur. Und die ist ähnlich strukturiert, nur ein bisschen anders gefüllt. Hier ist also einmal diese Pocket mit drin, die auch aus dem Ephemera-Set ist. Und da sind halt ein paar Stanzteile noch mit drin. So ein bisschen was Passendes, Romantisches. Und ja, dann geht es auch hier schon weiter. Hier ist auch hier, siehst du ja, ne? Das Papierset, das gibt es ja auch so zu kaufen. So, dann hier uralt, also wirklich diese Notendinger, die sind uralt. So, hier auch noch etwas, das kannst du noch benutzen, wenn du magst, als Rahmen oder kannst es auch teilen und das als Journal Card und das als Rahmen nehmen. Da sind dir also hier noch ein kleines Geheimversteckchen. Ne? Das haben wir, glaube ich, auch zusammen gebastelt, ne? Die Tasche hier. Ich glaube ja, die hat nämlich auch hier zwei Seiten, hier mit den Perlen. Ich glaube, die hatte ich mal in einem Tutorial auch. Und das hier ist, glaube ich, auch mit Ines entstanden im Live. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was ich wann, wie, wo gebastelt habe, aber es sind auf jeden Fall ein paar Unikate mit da drin. Also eigentlich ist das ganze Buch ein Unikat. So, hier sind noch ein paar Tags, die kannst du selber verbasteln. Das ist einfach nur Reste, die ich dann nicht mehr geschafft habe. Oh, und wie ich sehe, ist diese Klammer hier kaputt gegangen. Wie schade. Ich werde eine neue reintun. Ich hoffe, ich habe noch eine hier. Muss ich gerade einmal gucken. Eigentlich. Yes, ich habe noch. Sehr gut. Dann kommt hier eine neue rein, die heile ist. Kein kaputtes Zeug hier, ne? So, genau. So, dann da ist dann die Mitte und hier geht es dann auch weiter. Ist ein bisschen, wie gesagt, gefüllter. So, einmal fix durchgeblättert. Wie gesagt, ich glaube, wir haben schon mal durchgeblättert. So, das ist hier nach einer Idee von Ines, glaube ich, entstanden, sogar diese Pocket. Ich weiß es gar nicht mehr. Auch aus einem Tutorial. Hier sind noch ein paar Karten, ein bisschen Cuts drin, was ich so habe. Hier auch noch ein bisschen. Und ja, so geht das Buch zu Ende. Und am Schluss ist noch eine kleine Überraschung in der Tasche. Und zwar der Pocket, der kleine Holder, den es als, auch als Bastelset gibt. Einmal digital und einmal als ausgedruckte Version. Mit dem Frankreich passend eigentlich auch zu den Roses, also zu den Romantic Butterflies. Aber davon habe ich jetzt noch kein Journal gebaut. Tatsächlich habe ich noch nicht geschafft. Deswegen ist das jetzt mit hier dabei. Ne? Und das kommt also mit in diesem Buch. So, damit wären wir fast am Ende. Und jetzt möchte ich noch zwei Dinge sagen, und zwar einmal zum Shop. Es passiert immer wieder, und zwar nicht gerade selten, dass jemand etwas bestellt und sich nachher wundert, dass er nichts bekommt, weil er nämlich ein digitales Produkt bestellt hat. Und das ist natürlich voll doof. Ich muss mal gerade hier einmal die App aufmachen, weil wir besuchen jetzt einmal gemeinsam meinen Shop und dann zeige ich dir, worauf du achten musst beim Einkauf, dass du dich da nicht vertust. Denn wie gesagt, das passiert immer und immer wieder und ich möchte nicht, dass du frustriert bist. So, ich muss gerade einmal gucken, ist das okay von dem... Ich glaube, ich muss das mal ein bisschen heller machen. Nee, das ist jetzt Lautstärke. Hell genug ist es. Und das Licht gefällt mir ja mal überhaupt nicht. Das ist ja komplett irgendwie gelb. Was passiert, wenn ich es ausmache? Das ist auch Sheet alles, ne? Egal, ich lasse das jetzt so. Also wir gehen jetzt zusammen einmal durch. Und zwar ist es so, ich habe ja hier, gibt es so etwas wie, wie nennt sich das? Abteilungen, ja? Und ich habe extra digitale Abteilungen. Das heißt, wenn du zum Beispiel auf Digital-Papier-Set gehst, ja?
Und dann gehen wir zum Beispiel, ich habe das jetzt angepasst, hier auf dieses. Jetzt muss er das erstmal gerade laden, einen Moment. Und du gehst hier einmal auf die Bilder. Ja? Irgendwie zeigt er mir das gerade total komisch an. Egal. Also, wir sind jetzt hier bei den Bildern. Und jetzt gehst du durch. Das zweite Bild, was du findest, da steht, das ist ein digitaler Artikel. Du bekommst nichts Physisches. Das steht hier, bitte beachten, das ist ein digitaler Artikel. Es wird kein physisches Produkt verschickt. Ja, das ist wichtig. Guck bitte immer in die Fotos. Bei den Fotos, diese zwei Dinger sind da. Ne? Dieses mit dem digitalen. Wieso zeigt ihr mir das denn so bescheuert an? Also manchmal ist das auch wirklich total komisch, was der hier macht. Ich verstehe es nicht. Gut, ist ja auch egal. Also, das ist das, worauf du als erstes gucken kannst, wenn du jetzt hier durch den Shop gehst. Ja, ich bin jetzt in dieser Abteilung. Wir nehmen jetzt alle Abteilungen und dann scrollst du dich hier durch und so. Ah, toll, das will ich haben. So. Ui, erstmal siehst du natürlich, der Preis ist mehr. Dann steht hier noch, gut, plus Versand, da kannst du dich nicht dran. Das steht, glaube ich, überall. Ich weiß es nicht mehr genau. So, jetzt hier bei diesen Bildern. Das kann man auch so sehen, wie du siehst. Da siehst du die Papiere abgebildet, so wie sie auch im Digitalen abgebildet sind, weil man das so am besten sieht. Deswegen, ich fotografiere das nicht so auf dem Tisch oder so als richtiges Papier, sondern ich fotografiere immer das Design, dass du wirklich siehst, was du da für ein Design hast. Und dieses Shop-Update ist ja dafür da, damit du es auch mal in Papierform siehst, ja, und guckst, ne, wie das so aussieht. Also, das steht dann 14 Designs auf 7 Doppelseiten. Dann steht da auch 120 Gramm, das steht schon hier drauf. Scrapbook-Designpapier, ja, so. Jetzt nochmal zum Vergleich das Gleiche, und zwar in digitaler Form. Du siehst es eigentlich schon am Bild. Bei diesem Bild, nochmal kurzer Hinweis, siehst du alle Designs, die sind hier aufgelistet von der Vorseite, also die Frontseite, wie sie gedruckt sind, und die Rückseite, wie sie gedruckt ist. Ja? Also diese zwei Seiten sind zusammen, diese zwei Seiten sind zusammen und die zwei. Also da siehst du wirklich jedes Papier. Das ist bei den handgemachten Sachen, die wirklich als physisches Produkt zu dir nach Hause kommen. Und bei diesem hier, ja, das habe ich jetzt mittlerweile geändert, weil das war vorher war das ein bisschen verwirrend, was da auf dem Bild stand. Aber das kann ich dir gerade einmal zeigen. Hier steht nur 14 Designs, hier steht Printable Set. Das ist deswegen in Englisch gehalten, weil, also in der Beschreibung ist alles in Deutsch, aber ich habe englische Bilder, weil ich ja auch Leute aus dem Ausland habe, die bei mir kaufen. Und die sollen schon lesen können, ja, worum es da direkt geht. Deswegen steht das da als allgemein als Englisch drin. Also Printable bedeutet druckbar. Das bedeutet, das ist ein digitales Design. Steht hier auch auf der rechten Seite auf dem Bildchen, da steht JPEG, da steht 300 dpi. Ja, das bedeutet, das ist das. Ansonsten, wenn du dir nicht sicher bist, kannst du ja auch in dem Artikel runtergehen und gucken auf die Zustellung. Dann steht hier sofort Download. Das bedeutet, das ist hier ein digitaler Artikel. Dann gibt es hier noch Produktdetails. Wenn du die öffnest, dann steht hier digitaler Download. Dann steht da auch, was das genau ist. Und dann Material, PDF-Download, Datei, digital, was auch immer. Irgendwie sowas wird da drin auf jeden Fall vorkommen. Wenn du dir noch Zeit hast, die Beschreibung zu lesen, wirst du es nochmal finden. Da steht nämlich schon drin, mit dem Kauf erhältst du das digitale Papierset Nähstube zum Downloaden. Das heißt also, es ist schon an mehreren Stellen, aber ich weiß trotzdem, im Eifer des Gefechts drückt man aus Versehen mal einen falschen Artikel. Deswegen, ich möchte dich bitten, bevor nachher du traurig bist, weil du wirklich das Falsche gekauft hast, dass du bitte nochmal prüfst, was du da genau gekauft hast. Weil Etsy zeigt das nämlich nicht gut an. Das weiß ich. Ne? Wenn das nachher im Warenkorb ist, auch bei mir, wenn du bei mir bestellst und du bestellst zum Beispiel Digitales und Physisches, zeigt er mir das alles an beim Verpacken. Und das ist richtig kacke, weil ich muss immer dreimal gucken, was du da genau bestellt hast. Und die digitalen Artikel muss ich mir quasi selber wegdenken, dass ich die nicht mit einpacke, weil geht ja gar nicht. Ne? Ist ja klar. Und ich weiß, das ist super nervig. Aber es ist du mal, wie es ist. So, also ich habe jetzt, wie gesagt, alle digitalen Dinge, ja, egal auf welches du gehst. Das zweite Bild steht hier direkt drin, das ist digital. Und bitte mach dir die Mühe und bei jedem Ding, was du aufrufst, ja, guck bitte einmal das hier zum Beispiel, zack, aufgemacht, ja. Du gehst jetzt hier einmal weiter. Gut, da ist jetzt erstmal ein Video, aber hier steht direkt schon digitale Datei. Das ist nicht das Set, was du ausgedruckt bekommst, okay? Aber das gibt es natürlich auch ausgedruckt. Und da gehen wir einfach mal hier so ein bisschen rum und suchen das. Bei dem hier habe ich es, glaube ich, sogar als gebastelte Version, soweit ich weiß. Bei solchen Ephemera-Sachen mache ich das eigentlich schon, dass ich das dann als fertiges Stückchen dann hochlade, als Foto, richtig. Damit, hier. Ne? Und da sieht man dann direkt, physisch, okay. Nur beim Scrapbook-Papier ist es nicht so, weil das ist dann doof. Also hier siehst du es auch und da kommt auch dieses Foto mit dem, das ist digital nicht. Ne?
sondern das hier ist dann quasi hier Tonkarton 220. Und da steht dann auch logischerweise, wenn du runtergehst, Produktdetails, dann steht hier Tonkarton 220 weiß. Ne? Und dann steht, dass das ist gedruckt und das kann verarbeitet werden, kommt auf zwei Seiten und so weiter. Und spätestens bei den Versandkosten wirst du es merken, es sei denn, du nimmst natürlich digitale und handgemachte Sachen, dann wird es ein bisschen schwierig, das an den Versandkosten zu erlesen. Also, wie gesagt, es steht eigentlich auch immer im Titel noch mit drin. Ich versuche es schon wirklich übersichtlich zu machen. Das ist manchmal echt nicht einfach. Aber nimm dir wirklich die Zeit, in Ruhe zu shoppen. Überstürz es nicht. Ne? Es läuft nicht weg. Und alles, was ich sehe, was ausverkauft ist, sehe ich zu, dass ich sofort nachproduziere. Also du wirst auch was abbekommen. Ne? Nicht zu schnell drücken. So, ich bin noch nicht so 100% zufrieden mit diesen ganzen Sachen hier, mit dieser Einteilung, weil das Problem ist, ich kann hier auch nur schlecht, zum Beispiel bei digitalem Malbuch geht es ja noch, ne? Hier zum Beispiel YouTube-Skizzen, hätte ich gerne digital YouTube-Skizzen hingeschrieben. Das geht aber nicht, weil das gibt mir einfach der Platz nicht her. Ich müsste mich dann entscheiden. Da die Leute aber speziell nach YouTube-Skizzen suchen, ja, bei mir im Shop, von den Tutorials, von den alten, steht das deswegen da so. Ja, also nicht, dass sich das verwirrt. Aber im Prinzip ist zumindest in den Abteilungen alles, was digital ist, ist schon sortiert nach digital. Also alles, was du jetzt hier so siehst, was du jetzt hier so hast, ja, in diesem Stil, das ist alles digital. Und wenn du jetzt mal guckst, das sind immer so vier Bildchen, ja, bei den Sachen, es sei denn, das ist jetzt hier so eine Collage, aber bei den richtigen Papiersets, ja, sind es immer so vier Bildchen. Hier sind so ein paar Rückseiten und hier sind ein paar Frontseiten. So, und jetzt gucken wir uns mal einmal an, wie das aussieht, wenn wir Scrapbook-Papier nehmen. Echtes, die sehen nämlich so aus. Ja, die sind in diesen Streifen. Okay, das ist also auch noch ein Unterschied, da wo du drauf achten kannst. Okay, ich hoffe, das war jetzt erstmal gut soweit, dass du dich in dem Shop zurechtfindest. Wenn es noch Fragen gibt, ich mache gerne ein richtiges Shop-Tutorial hier, wie du was machst oder so, gar kein Problem. Wenn du digitale Sachen kaufst, das ist nur so eine Anmerkung am Rande, weil das Problem gibt es auch immer öfter, du kannst es nicht über die App laden. Das heißt, geh an den PC oder über den Browser. Wenn du das zum Beispiel auf deinem Tablet öffnest, dann nicht über die Itzy-App, sondern geh über Chrome oder Safari oder was du hast. Und darüber machst du Itzy auf und achtest darauf, dass er nicht die App öffnet, weil nur dann kannst du die digitalen Dateien auch downloaden. Sonst findest du die nicht. Das ist einfach, die App gibt das nicht her, zumindest bisher noch nicht. Das ist das. So, jetzt trinke ich ein Schlückchen, weil ich habe noch eine andere Ankündigung zu machen, die heute betrifft. Also hoffe ich, dass du so lange jetzt geguckt hast. Verdammt, ich hätte es am Anfang machen sollen. Meine Lieben, es geht um den Newsletter. Also der geht heute raus und das ist jetzt so, es sind hunderte Anmeldungen für den Newsletter, ja, die haben sich mit der Zeit einfach so angesammelt und ein Programm, das Newsletter-Programm, was ich habe, das ist eingestellt auf 100 Letter pro Stunde, die verschickt werden, weil das dauert seine Zeit, das braucht Rechenzeit, ja, das kommt auch auf das Internet an und so weiter. Das bedeutet, wenn ich sage, am 1. geht der Newsletter raus, kann es sein, dass er dich erst am 2. erreicht, okay? Nicht in Panik verfallen, wenn am 1. morgen um 8 keiner da ist. Heute sowieso nicht, weil heute erst dieses Video hier läuft, damit ich dir das sagen kann, was ich dir noch sagen möchte, bevor ich auf den Senden-Knopf drücke. Den werde ich heute Nachmittag, wenn ich ausgeschlafen habe, weil ich drehe dieses Video natürlich vorher, aber heute schlafe ich jetzt eigentlich, ja, weil ich hatte Nachtschicht. Und wenn ich aufstehe, irgendwann zwischen 2 und 3, werde ich auf den Senden-Button drücken. Und wenn du dann dabei sein willst beim Newsletter, möchte ich dich nochmal an ein paar Punkte, also dir noch ein paar Punkte nochmal sagen. Weil ich habe jetzt gesehen, das sehe ich bei meinem Programm, ich habe über 30 Leute haben den Bestätigungslink nicht gedrückt. Ja, so. Das kann sein, dass die Mail mit dem Bestätigungslink in deinem Spam-Ordner gelandet ist oder dein Postfach überquillt und du dort keine E-Mails mehr empfangen kannst. Ja? Das heißt also, das ist einfach voll überladen und da kommt nichts mehr an. Oder es ist irgendwo im Spam verschwunden oder dein Programm hätte es direkt rausgefiltert und gar nicht erst zugestellt oder was auch immer. Das sind Dinge, die kann ich nicht beeinflussen und ich kann dir da auch leider nicht weiterhelfen. Da musst du selber gucken, was es sein könnte. Warum der Bestätigungslink nicht gekommen ist. So. Nehmen wir jetzt aber mal an, du hast diesen Bestätigungslink gedrückt und du hast am 1. keine Post. Kann es sein, dass das Senden so lange dauert, dass du erst die Post am 2. bekommst. Also noch nicht in Panik verfallen, okay? So, wenn das am 3. noch nicht da ist, ja, der Newsletter, dann check bitte,
Ist dein Postfach voll? Passt da überhaupt noch was rein? Ist es vielleicht wiederholt im Spam-Ordner gelandet? Da empfehle ich dir, mich als Absender, als Gekannten in dein Adressbuch oder so aufzunehmen, weil dann landet es eben nicht mehr im Spam, sondern es landet definitiv immer bei dir. Und ich baller dich auch nicht zu. Es kommt in der Regel eigentlich immer nur ein Newsletter im Monat. Mehr schaffe ich auch gar nicht und ist auch überflüssig. Ja, es ist, von daher, ich mülle dich da nicht zu. Es kommt wirklich nur einmal im Monat dieser Newsletter mit den Freebies und allem und fertig. So, wie gesagt, was hatte ich jetzt gesagt? Genau, also check Spam-Ordner, Papierkörbe, guck nochmal in Ruhe, ob du ihn nicht doch vielleicht angeklickt hast und der irgendwo rumfliegt. Wenn das alles gecheckt ist, alles gut ist, der trotzdem nicht da ist und die Technik vielleicht versagt hat oder was auch immer, ja, schreib mich bitte frühestens ab dem 3. eines Monats an, dass du diesen Newsletter nicht erhalten hast. Dann gehe ich nämlich auf Recherche, ja, und nehme mir die Zeit und gucke, ne, auf meiner Seite, was ich tun kann, warum es nicht gesendet wurde oder was auch immer. Ja? Das ist das. Also jetzt, Moment, ich versuche mich zu fokussieren, damit ich nichts vergesse. Die Freebies sind nur im laufenden Monat zum Runterladen. Danach sind die weg. Ne? Dann gibt es danach den Monat wieder neue. Soll ja auch ein bisschen Anreiz haben, dieser Newsletter. Ne? Und ein bisschen Exklusivität natürlich, ja, dass man, wenn man, ja, die halt schon lange dabei sind, sind halt damit gesegnet, viele Freebies zu haben, die neu dazukommen, bekommen natürlich ab jetzt dann jedes Freebie, ist klar. Ich bemühe mich, ja, also ich würde es mal so sagen, ich habe jetzt sehr häufig habe ich E-Mails bekommen. Also ich hatte quasi auf den Senden-Button gedrückt, der war gerade mal bei 3% und ich hatte schon die ersten E-Mails, wirklich vormittags schon, mein Newsletter ist nicht angekommen. Und ich sag's euch, wie es ist, ihr kennt mich, ich bin ehrlich und ich hau raus. Ne? Also da nehme ich auch kein Blatt vor den Mund. Es ist mir, ehrlich gesagt, nervt mich das wirklich und es stresst mich, weil ich möchte natürlich nicht, dass ihr in Panik verfallt, deswegen schreibe ich euch zurück, aber ich kann es echt nicht gebrauchen, irgendwie 20 Leuten zu schreiben, dieses Ganze, was ich jetzt erzähle, deswegen erzähle ich das jetzt einmal und hoffe, dass du dieses Video auch guckst. Ich weiß nicht, ob ich dazu irgendwann mal ein separates Video nochmal auf meine Webseite irgendwie verlinke oder so, ich weiß es nicht, wie ich es so klar für jeden machen kann, dass es für jeden ersichtlich ist, weil ich erzähle das jetzt, glaube ich, ich weiß nicht, das wievielte Mal und es passiert halt immer wieder und im Nachhinein kriege ich dann immer E-Mails, mein Newsletter ist nicht angekommen. Ich gebe echt mein Bestes, das ist halt, ja, mein Goodie an dich und es ist halt kacke, wenn das Goodie so viel Zeit in Anspruch nimmt, dass ich irgendwie 2 Tage nach dem Newsletter, also ich bin dann insgesamt 3 Tage nur mit Newsletter beschäftigt und es ist super lästig, will ich mal sagen, weil ich möchte die Zeit für andere Dinge nutzen, also für Mehrwert nutzen, für Videos nutzen, für Produktverpackungen nutzen, für Produkte neu entwickeln, ne, was Neues für dich kreieren oder sowas oder ein neues Freebie erstellen oder was weiß ich, die Zeit möchte ich dafür nutzen und nicht dafür, dir das Gleiche zu erzählen, was ich dir jetzt erzähle. Ich weiß, also wie gesagt, das soll jetzt auch, ja, es klingt wahrscheinlich vorwürfig, aber es ist halt einfach so. Ja, wir sind alle nicht perfekt und das erwarte ich auch von keinem, aber ich möchte es hier einmal nochmal aufgreifen und nochmal sagen, was ich auch nicht machen werde und das ist natürlich etwas, das erreicht natürlich wahrscheinlich auch nicht jeden auf jedem Kanal, aber wenn du den Bestätigungslink nicht gedrückt hast, ja, und erst dann halt eben dich am 1. anmeldest, wenn ich schon gesendet habe, oder wenn du meinen Kanal später findest hier und denkst, oh ja, super, Newsletter und es ist der 4. oder so und du denkst dir, ach Mensch, jetzt habe ich den verpasst. Ich möchte dich bitten, spar dir die E-Mail, in der du nach dem Newsletter fragst. Ich schicke ihn nicht nochmal separat raus. Ich habe mir quasi, ja, ich sag mal, einen Fokus gemacht und der besagt ganz klar, ich erstelle den Newsletter, ich mache ihn fertig. Wer bis zum 1. angemeldet ist, also vor dem 1., ja, angemeldet ist und das alles gemacht hat, der bekommt den Letter in der Regel auch. Also ich habe es eigentlich noch nicht erlebt, dass alle, die alles richtig gemacht haben, also alles richtig ist jetzt auch bös gesagt, aber du weißt, was ich meine, die auch wirklich alles gut gecheckt hatten, da ist aber jedem angekommen bisher. Und teilweise kamen dann auch wieder E-Mails, wo gesagt wurde, oh, ist doch angekommen und so. Also viel Wirbel um nichts, sagen wir es mal so. Und ich habe mir ganz klar gesagt, ich werde nicht anfangen, euch die Sachen nachzuschicken.
Ich werde nicht anfangen, euch, das muss schon wirklich ein technischer Kackdefekt sein. Und dann schicke ich dir auch nicht die Newsletter, maximal ein Freebie noch im Nachhinein, wenn ich feststelle, der Fehler liegt auf meiner technischen Seite, dass da wirklich total was schiefgelaufen ist, dann bekommst du das noch. Ansonsten absolut no. Und da werde ich dir auch ganz höflich und freundlich sagen, falls du mich doch anschreibst, nein, tut mir leid, mache ich nicht. Weil das ist zeitaufwendig ohne Ende. Ich muss dich da rausfiltern, ich muss das separat eingeben, ich muss das alles nochmal neu einstellen, ich muss das nochmal, das kostet mich Zeit. Es kostet mich locker eine Dreiviertelstunde, bis ich einen so einen Newsletter nachgeschickt habe. Ja? Und das ist nicht die, du stellst dir das vielleicht so vor, weil deswegen, ich erkläre das lieber genauer und wirklich auf meinen Alltag auch, damit du dir das bildlich vorstellen kannst, ja. So, ich schicke ihn halt ab. So, es ist irgendwie, keine Ahnung, der dritte, vierte, es kommt irgendwie eine Anfrage über keine Ahnung wo. Ja, von wegen auch, ja Mensch, ich habe dich jetzt erst gesehen irgendwie und ich hätte gerne den Newsletter aus dem letzten, weil mir das so gut gefallen hat, was du gezeigt hast. Ja, ich zeige ab und zu auch, was schon weg ist. Ne? Damit du ungefähr eine Vorstellung hast, was da für Freebies kommen. Nur deswegen tue ich das, nicht um dich zu ärgern. Also verstehe das bitte nicht falsch. Und da kommen dann so eine Anfragen, so, wenn ich das jetzt wirklich machen würde, also ich muss jetzt erstmal runter in meinem Büro, wahrscheinlich bin ich gerade noch am Frühstücken, mein Sohn ist noch da, mein Mann ist noch da, dies und das und anderes. So, ich habe einen Plan im Kopf, ich möchte heute noch mindestens 3 Videos drehen, weil, was weiß ich, wir fahren in Urlaub, das ist jetzt mal so ein Alltagstag, ne? Und ich gehe dann hier runter in mein Büro und jetzt muss ich erstmal einen PC hochfahren. Das ist ein alter Schatz, der dauert ein bisschen. Ich muss das Programm aufrufen. Ich muss erstmal gucken, was ist genau deine E-Mail-Adresse? Bist du da überhaupt irgendwo schon aufgetaucht? Eintragen darf ich dich sowieso nicht, weil das ist verboten. Ja, ich darf dir auch nichts schicken, wenn du den Bestätigungslink nicht gedrückt hast. Das heißt, ich muss dich dort definitiv finden und du musst alles schon gemacht haben. Ja, mit Bestätigungen, mit allem drum und dran. Das muss also einwandfrei sein. Dann muss ich dich da rausfiltern. So, dann muss ich diesen kompletten Newsletter letztendlich nochmal kopieren und ihn nochmal separat an dich schicken. Das heißt, ich muss das alles manuell nochmal eingeben, ne, mit Adresse und allem Pipapo. Und letztendlich ist mein ganzer Tagesplan, bin ich schon im Stress. Ich bin dann schon morgens im Stress. Das ist jetzt echt, das ist so ein Einblick, so wirklich ganz menschlich so unter uns. Ja, lass das bitte. Wenn du schon mal ein Newsletter von mir bekommen hast, dann ist aber zu 99,9% wirst du auch alle anderen Newsletter bekommen. Und wenn das nicht so ist, dann muss ich es dir leider so deutlich sagen, dann liegt es an dir. Dann liegt es entweder an deiner Internetverbindung, die zu lahm ist, irgendwie den zu laden, oder es liegt an deinem Anbieter, deinem Webseiten, hier, wie heißt das nochmal, E-Mail-Adressenanbieter, der sagt, nö, das war jetzt dreimal im Spam, das schmeiße ich jetzt ganz raus. Keine Ahnung, was es da für Einstellungen gibt. Ja, es kann ja sein, dass da irgendwas automatisiert läuft, was du ja vielleicht auch gar nicht weißt. Deswegen, check bitte vorher alles nach. Und im besten Fall speichere mich irgendwo als Absender, wenn du unbedingt die Sachen haben möchtest, dann speichere mich in deine Kontakte einfach als Absender, den du kennst. Und dann kann es auch nicht im Spam-Ordner landen. Das ist eigentlich der sicherste Weg. So habe ich jetzt alles gesagt. Leute, es tut mir so leid, dass ich so viel sage. Ich möchte einfach es für uns so richtig so angenehm wie möglich und so spaßig wie möglich machen. Und das sind so diese formellen Dinge, die einen echt manchmal zum Wahnsinn treiben, ja. Jetzt mal so eine kleine Anekdote. Man denkt sich, oh mal schön, Newsletter schickt er mal los. Die Leute freuen sich über Freebies. Und dann habe ich sowas, dass ich plötzlich ein Postfach mit 20 E-Mails habe. Mein Newsletter ist nicht da. Und dies und das und Ananas. Und dann gucke ich in meinem Programm und sehe, 30 Leute haben einen Bestätigungslink nicht gedrückt und denke mir, ja gut, und jetzt muss ich erstmal gucken, ob das auch wirklich alles die sind, die mir geschrieben haben. Und wisst ihr, was das Schärfste ist? Die sind das meistens gar nicht. Also, es gibt auch keine Garantie, dass die Leute auch immer, also, ne, ich habe das auch schon mal vergessen, Bestätigungslink zu drücken. Da war ich dann irgendwie, war gerade dabei, was zu abonnieren. Dann kommt mein Sohn, erzählt irgendwas, ich lese Handy beiseite, habe es vergessen. Mein Gott, das passiert. Ja, aber das ist dann halt eben Pech gehabt, so ist das Leben. Leute, war das ein geiles Shop-Update oder was? Alter Vater, ey. Es ist so heiß. Ja, ich hoffe, ich habe wirklich alles gesagt und konnte ein bisschen was klären. Ja, noch zum Abschluss, wenn im Shop irgendwelche Fragen sind, schreib mich an, ich antworte dir, ich helfe dir, den Support bekommst du von mir, ne? Du bist mein Kunde in dem Moment und du hast dafür Geld bezahlt und natürlich sollst du deine Ware und deine Fragen und alles, was drumherum ist, auch beantwortet bekommen. Ja, das ist also die eine Sache, das andere ist etwas, wo ich mir rausnehme, dass ich auf Kommentare auf YouTube zum Beispiel am Wochenende versuche, nicht zu antworten und mir wirklich bewusst auch diese Pausen einlege, weil ich es echt muss. Also ich bin echt am Limit gelaufen in den letzten Monaten und das habe ich auch gemerkt, das wisst ihr auch, ich habe das ja schon erwähnt und deswegen, ach du Scheiße, ich habe noch was vergessen. Leute, ey, ich bin so behämmert, ich habe hier noch was liegen. Es gibt neue Ephemeras.
Z, A und B. Leute, wie kann ich denn sowas vergessen? Also, Set Nummer 1. Blaue Ephemeras passend auch zu den Mädels. Ja, das sind Fuzzy Cuts. Die sind auf 220 Gramm Papier gedruckt. Und das sind einmal Buttons. Viele, viele Buttons und ein paar Kärtchen. Ich mache das jetzt mal hier auch für Schnelle. Ja, so Buttons und hier noch so Kärtchen. Ja, das ist das eine Set. So, Set Nummer 1. Und da ist es auch so. Ach so, das wollte ich dir eigentlich auch noch zeigen. Guck mal, das artet hier schon wieder total aus. Es tut mir so leid. Ah, selbst ein Shop-Update ist das reinste Kuddelmuddel bei mir. Leute. Wie soll das nur weitergehen hier? Ich muss besser werden. Ich will auch besser werden, weil mich das auch nervt. So, und das ist Set Nummer 2. Das sind ganz, ganz viele kleine viereckige, quadratische bzw. rechteckige Kärtchen mit Blümchen, mit diversen kleinen Collagen. Blumig, vogelig. Ja. So, das eine Set, das Set 1 hat, jetzt muss ich gerade selber einmal kurz überlegen, ich hoffe, du siehst das hier alles so. Muss ich gerade einmal gucken, ich hatte mir das auch extra aufgeschrieben. Wo ist denn jetzt der Zettel? Wo ist er denn? Da sind Ephemera, genau. Das Set A hat 19 Stück mit den Buttons und dieses hier hat, hier sind zwei übereinander, 24 Stück. Ja, diese zwei Sets gibt es jetzt auch noch im Shop. So. Ich glaube, dann habe ich alles. Das war jetzt natürlich total toll. Neues Produkt, so unspektakulär hier einmal vorgestellt. Also, das kommt in dieser Verpackung. Hier fehlt jetzt nur noch einmal dieses Teil, wo Fuzzy Cut draufsteht. Ne? So, und jetzt muss ich, glaube ich, duschen. Ich bin so durchgeschwitzt. Holla, die Waldfee. Lustiger Spruch, ist auch ein Kanal. Wusstet ihr das? Es gibt einen Kanal, der Holla, die Waldfee hat. Finde ich super. Macht auch Dankeschön. So, in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Stöbern, beim Shoppen, wenn noch Fragen sind. Also, das war jetzt keine Aufforderung zu, schreibt mich nicht an, ihr sollt mich schon anschreiben. Oh. Wenn Fragen sind oder irgendwelche Sachen, ihr könnt mir gerne Feedback schreiben, jederzeit. Ich freue mich, ne? Ich freue mich auch über eure Nachrichten, wenn ihr einfach nur was loswerden wollt, ist alles super. Ne? Nur halt, wie gesagt, die Newsletter-Sachen, checkt das vorher, bevor ihr euch die Mühe macht. Bleibt ruhig, kommt alles so, wie es soll. Und shoptechnisch bitte einmal immer vorher kurz einen Check machen. Habe ich wirklich das physische Produkt bestellt oder das digitale? Ja, so, die zwei Dinger noch. Und dann sage ich jetzt mal, ciao mit V, bis deine Antenne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.